In diesem Video möchten wir mit euch teilen, wie wir bei uns erfolgreich Brokkoli anbauen. Das machen wir sogar versetzt, das heißt, die Aussaat fängt bei uns an ab April und zieht sich bis in den Juli. Also in diesem Fenster können wir Brokkoli aussehen. Bei der Aussaat von Brokkoli müssen wir unbedingt aufs Wetter achten. Sollte es gerade so eine kalte Phase geben, dann kommen unsere Aussaatschalen ins Gewächshaus. Ist es hingegen warm, dann stellen wir unsere Aussaatschalen nach draußen, schützen sie aber vor Regen und Hagel. Das heißt, wir stellen sie zum Beispiel ins Carport, wo sie überdacht stehen. Das Saatgut wird ungefähr 1 bis 2 cm tief ausgesät in Aussaaterde und braucht eine Keimtemperatur von ungefähr 15 bis 20 Grad. Ungefähr 3 Wochen nach der Aussaat ist es soweit und wir können die Pflänzchen pikieren. Dafür verwenden wir eine Komposterde und wir setzen sie tiefer. Ebenso wie bei der Aussaat ist es auch nach dem Pikieren wichtig, ans Angießen zu denken. Wenn wir unsere Brokkolipflanzen dann später, wenn sie größer sind, ins Beet setzen wollen, müssen wir darauf achten, dass wir einen möglichst sonnigen Standort finden. Möchte man Brokkoli wieder auf den gleichen Standort wie Jahre zuvor setzen, muss man unbedingt dran denken, dass der gerne eine 4-jährige Anbaupause hat. Ebenso mag er es auch nicht so gerne, wenn vorher Kreuzblütler wie Radieschen oder Kohlrabi vorher an dem Ort gestanden haben. Gefällt euch dieses kurze, knackige Brokkoli-Anbau-Video? Dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Als Starkzehrer braucht der Brokkoli ein gut aufbereitetes Beet, also der Boden braucht genug Nährstoffe. Wir arbeiten zum Beispiel Kleedünger, Kompost oder auch Bokashi vorher ein und sorgen so dafür, dass der Brokkoli die ganze Saison über genug Nährstoffe hat. Ist es dann soweit und unsere Jungpflanzen dürfen ins Beet einziehen, achten wir darauf, dass sie einen Reihen- und Pflanzabstand von 1/2 Meter haben. Ja, das sieht ziemlich leer aus, wenn wir die Jungpflanzen dann reinsetzen. Wenn wir ihnen aber weniger Platz geben, dann wird auch die Ernte einfach kleiner. Kohl braucht viel Platz, Brokkoli eben auch. Beim Setzen der Jungpflanzen achten wir darauf, dass wir sie direkt ein bisschen tiefer setzen. Sind dann alle kleinen Jungpflanzen ins Beet eingezogen, werden wir ihn natürlich auch noch angießen. Dazu gibt es noch einen ordentlichen Schluck mit effektiven Mikroorganismen. Und auch unsere Brokkolipflanzen werden hier bei uns im Garten Gemüsekiosk gemulcht. Dafür verwenden wir gerne Rasenschnitt. Der zersetzt sich mit den Wochen und gibt dann extra nochmal eine Portion Stickstoff frei. Gerne zusammen stehen die Brokkolipflanzen übrigens mit Fenchel, Dill, Erbsen, Salat, Kartoffel, Mangold, Rote Beete und vor allen Dingen auch Basilikum. Hingegen nicht so gerne zusammen stehen sie mit anderen Kohlpflanzen, mit Zwiebeln, Spinat oder eben auch mit Chinakohl. Unsere Brokkolipflanzen wachsen fröhlich weiter. Wir achten darauf, dass sie gleichmäßig feucht gehalten werden, dass sie keine Trockenperiode erleben. Und wir schauen auch mal im Boden, wie geht's den Pflanzen. Regulär müssen wir eigentlich nicht düngen, wenn wir den Boden vorab gut vorbereitet haben. Sie bekommen im Sommer bei uns hin und wieder mal eine Jauche. Das reicht. Schauen wir mal auf das Thema Schädlinge bei dem Brokkoli. Wir hatten mal Erdflöhe. Da hat es geholfen, dass wir einfach beim trockenen Wetter die Pflanzen mit Urgesteinsmehl eingepudert hatten. Dann war das Problem erledigt. Ein weiteres Problem stellen Tauben bei den Jungpflanzen dar und auch die Schnecken. Bei den Schnecken helfen die Kragen und auch natürlich Bretter zum Auslegen. Und bei den Tauben, naja, vielleicht ein Taubenschreck oder doch ein Netz zum Abdecken. Und dann gibt es natürlich auch noch den Kohlweißling, der auch generell Interesse am Brokkoli hat. Wir haben bei uns herausgefunden, dass wir ihn ohne Netze anbauen können, wenn wir direkt daneben intensiv duftende Kräuter, wie zum Beispiel Basilikum, wachsen lassen. Und auch weiter wachsen lassen und auch ausblühen lassen. Der Duft scheint sehr, sehr intensiv zu sein. Sollte der Druck vom Kohlweißling bei dir stärker sein, dann würden wir eher Netze empfehlen, um auf Nummer sicher zu gehen. Beim Ernten selbst achten wir darauf, dass wir die Hauptblüte schräg abschneiden, damit das Wasser ablaufen kann. Die Pflanze lassen wir aber stehen, denn mit der Zeit bildet sie wieder mehrere Seitenröschen, die wir dann auch wieder ernten können. Und in der Menge gesehen ist das gar nicht so wenig, das lohnt sich also. Solltet ihr die Brokkolipflanzen abernten, dann wäre es interessant, als Nachkultur vielleicht nochmal dicke Bohne für den Herbst oder vielleicht Spinat oder vielleicht sogar Feldsalat anzubauen. Wenn ihr das Saatgut vom Brokkoli ernten möchtet, dann empfiehlt es sich, die Pflanzen recht früh schon anzubauen, eben dann nicht zu ernten und mehrere Pflanzen stehen zu lassen, die schönsten auszusuchen und dann im Herbst nach der Blüte das Saatgut zu ernten. Brokkoli ist doch wirklich ein wunderbares Gemüse, bei uns unheimlich beliebt. Es lässt sich versetzt aussehen, es lässt sich auch versetzt ernten, wunderbar. Das Saatgut zu den Pflanzen, was ihr hier in dem Video gesehen habt, das gibt es bei uns im Gartengemüse-Kiosk-Shop. Wir wünschen euch ganz viel Freude bei euch im Garten, auch beim Anbau von Brokkoli, probiert es unbedingt mal aus. Weiter verlinkt haben wir noch hier unsere Grow Veggie Playlist mit den kurzen, knackigen Anbauvideos und unser Video zum Thema Blumenkohl anbauen. Bis zum nächsten Mal, eure Jen!